Hey da Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben ein lustiges Monster Control Deck erstellt bei Gwent und spielen das weiter, das ist nämlich ziemlich erfolgreich. Springen wir doch direkt mal ins Spiel. Jo, oh, die Karte habe ich. Unheimlich mächtig. Oh, wir wurden rausgehauen. Irgendwelche letzten. Da werden wir auch schon. Es wird wieder ein Monster gegen Monster. Fight. Ich hoffe, wir ziehen jetzt mal besser. Es wird irgendwie nix. Das wird echt nix, ne? Oh Mann, ey. Also gegen Monster-Decks ist das hier ziemlicher Scheiß. Regen könnte uns noch ein bisschen was bringen. Wir könnten eine gute Eis-Riesen-Kombination machen mit Schwalbe und Frost. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, probieren wir es doch mal. Oder wir könnten eine Kombination machen aus Wilde Reiter, Nebel und diesen Motherfucker. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das nehmen wir einfach mal so an. Das ist jetzt die Qual der Wahl. Welche Strategie wählen wir denn jetzt für den Anfang? Wir spielen als erstes auf jeden Fall die Reiter aus. Okay, er möchte die ganze Sache hier buffen. Das merke ich schon. Deshalb entscheiden wir uns einfach mal für den Eisriesen. Ballern wir den Eisriesen raus. Dann ballern wir ihn hoch. Das ist vollkommen in Ordnung, dass er das jetzt macht. Wir bekommen ja schließlich auch unsere. So, jetzt können wir Frost einsetzen. Jetzt wird der Eisriese noch zusätzlich gebufft. Und dann könnten wir noch den Schwalbentrank einsetzen. Dann beenden wir unseren Zug. Ich hasse da kommt er mit Sachen um die Ecke. Da kommt er mit krassen Sachen um die Ecke. So. Geben wir einem der Wilden weiter den Tank. Damit haben wir deutlich mehr als er. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Aber ich tendiere so langsam dazu, die Sache zu beenden. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auch passt. Passiert meistens, wenn die so lange überlegen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn er jetzt noch versucht, irgendwas zu spielen. Aber es gibt nicht viel, womit er jetzt noch das Ruder reißen könnte. Höchstwahrscheinlich beendet er jetzt sein, also passt er. Passt doch nicht. Das war auch ziemlich schwachsinnig, was er jetzt gemacht hat. Wirklich sehr schwachsinnig. Ich passe auf jeden Fall. Das war jetzt wahrscheinlich Panik. Das war Panik, weil die Zeit abgelaufen ist. Jetzt muss er irgendwie irgendwas spielen. Ah, herzlichen Glückwunsch, Mann. Okay. Jawohl, wir haben etwas mehr Glück als er. Es bleibt zum Glück einer der wilden Reiter. Aber wir haben Verbrennen und Alzurs Zorn.
Also ich hätte mich mehr über ein paar Legendaries gefreut als das. Okay, jetzt bauen wir doch unsere alten Nieblinge auf. Spielen gleich mal die Sache hier aus. Da kommen die Nieblinge wieder zurück, bei ihm natürlich auch. Ist jetzt aber nicht gerade von Belang. Okay, das war jetzt gemein. Das war sehr gemein. Dann verbrennen wir doch mal die zwei hier. Das hilft uns schon mal sehr weiter. Da kommen natürlich diese kleinen, werden da ausgekotzt, aber ist klar. Wir können aber immer noch unsere Neblinge spielen in der nächsten Runde. Oh, da versucht er das Board voll zu kriegen. Ah, da ist auch Zucht möglich. Oh, das ist gut. Das ist clever, wie er es plant. Ich merke das schon. Das ist wirklich clever. Wir spielen aber erstmal unsere Neblinge. Er wird dann eine Karte einsetzen, die jede Karte, die Zucht möglich hat. Das hat hier die ganze Vorderreihe. Was ist da passiert? Der hat Donnertrank eingesetzt. Krass. Oh, das ist eine sehr gute Kombination. Das ist eine extrem krasse Situation, die mir jetzt ja den Hahn zugedreht hat. Boah, krasse Kombination. Oh, die muss ich mir merken. Echt heftig. Ja, Leute. Die erste Runde geht an ihn. Da bufft er hoch. Wie Sau. Da bufft er eiskalt hoch. Oh, wir spielen Regen aus. Jawohl, jetzt hat er auch noch das Kommando anbenutzt. Damit die Sache komplett gegessen. Ja, dann löschen wir den hier mal aus. Und spielen den Man. Jetzt eigentlich nur noch eine Farce, die ich da mache. Bringt ja alles nichts, ne? Der hat das Ding gerissen. Ein wirklich gutes Spiel. Ihr seht jetzt, was ein Zuchtdeck ist. Ich hatte ganz am Anfang hatte ich auch ein Zuchtdeck. Ich war unglaublich stolz auf das Deck. Ich fand das richtig toll. Habe ich auch sehr viele Siege damit eingeheimst. Bin dann aber auf das Deck umgestiegen, weil das noch ein bisschen mächtiger ist. Aber ich werde demnächst auch ein Zuchtdeck machen. Und damit werden wir auch Sachen reißen. Springen wir doch mal rein. Da sind wir schon. Diesmal gegen Volltest. Ich glaube, das ist das derzeit beliebteste Deck. Was heißt Deck? Die beliebteste Fraktion. Ist immer einer dieser Neblinge kommen muss. Ja, wenigstens haben wir unsere Goldkarten. Alzur's Donner ist bei dem Deck sehr praktisch. Würde ich auch gerade mal behalten. Nebel, damit könnten wir jetzt um die Ecke kommen. Ja, wäre gar nicht so blöd. Ich denke, ich werde es jetzt als erstes mit einer Nebelaktion probieren. Der erzeugt ja sowieso Nebel, also werde ich den hier mal austauschen. Optimal. Annehmen. Okay, wir probieren es mit einer Nebelaktion. Aber erstmal spielen wir die Reiter der wilden Jagd. Und jetzt den Waldschrat. Okay, Moment, was macht der Man?
die Karte ist ziemlich stark. Fände ich nicht so toll, wenn der die benutzen kann. Aber wir haben ja noch eine Runde Zeit. Deshalb spielen wir den Waldschrat aus. Und wir raus den Shit. So, damit dürfte die erste Runde an uns gehen. Der löscht zwar die hier aus, aber der müsste jetzt noch einige Sachen machen. Wir könnten Altsurs Donner benutzen, um die hier wegzuhauen, was ich jetzt auch machen werde. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass er passt. Genau, das macht er auch. Und wir passen selbstverständlich auch. Jetzt haben wir sicherlich Pech und eins von den Einsern oder Zweiern bleibt übrig. Bestimmt. Ja, habe ich doch gesagt. Dieser olle Wolf. Okay. Wir haben leider wieder keinen Frost. Ah, doch, haben wir. Durch Karantier. Durch Karantier haben wir Frost. Die erste Runde ging ja an uns. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann müssen wir die jetzt auch noch für uns entscheiden. Und leider haben wir jetzt keine Nebelsachen mehr. Das ist jetzt sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Da hauen wir doch einfach erstmal den Frostriesen raus. Versuchen wir es halt so erstmal zu reißen. Ohne den Nebel. Okay, den haut er raus. Wir buffen ihn auf jeden Fall, damit er wieder stärker wird. Sonst löscht er ihn noch aus. Das wollen wir verhindern. Politik interessiert. Damit hätte er ihn auf jeden Fall ausgelöscht. Da können wir aber gegenhalten und löschen diese Hiese aus. Was willst du von mir? Da hat er die wieder geholt. Da können wir jetzt aber die auch hier auslöschen. Was Damit wurde unserer mir? Jetzt gebufft. So, er macht dasselbe Spiel. Dann können wir auch hier dasselbe ausspielen. Los jetzt! Okay, okay, okay. Wir könnten jetzt pausieren. Oder passen, meinte ich. Oder wir riskieren es und hauen alle vor. Ich glaube, wir riskieren es. Wir riskieren es. Was macht er nochmal? Verringere alle zwei Züge die Stärke einer zufälligen gegnerischen Einheit. Okay, solange es nur eine ist, ist es in Ordnung. Schwierig, schwierig, schwierig. Wenn er irgendwas Wetterauflösendes hat oder diese Dimitrium-Bombe, ist das unglaublich schlecht für uns. Damit würde er nämlich alle auf ihren Stand, auf den vorherigen Stand zurückrufen. Das wäre halt richtig bitter. Okay, jetzt spielen wir den Regeneffekt aus. Weil wenn er jetzt was hat, dann würde er es jetzt einsetzen. Ansonsten wäre die in der nächsten Runde zu schwach. Bevor wir halt eben mit dem Horn des Kommandanten kommen. Oh, jetzt hat er Sachen gemacht. Erhöhe die Stärke von 3 Nicht-Gold-Einheiten auf deiner Seite um 3. Heftig. Okay, spielen wir aus. Der wird auch zu Gold. Ich bin gespannt, was er jetzt noch macht. Okay, jetzt hat er noch eine goldene.
löscht eine von unseren aus. Lohnt das sich jetzt? Lohnt das sich jetzt? Wir könnten auch die Runde aussetzen. Also wir könnten auch wieder passen. Und den Eredin mit Horn des Kommandanten kombinieren. Das käme auch nicht schlecht. Weil der würde in der nächsten Runde auch wieder Sachen beschwören und so. Ja. Wir passen. Der hat die Runde eindeutig gewonnen. Vielleicht ziehen wir jetzt was Gescheites und könnten das Ruder noch rumreißen. Ah, leider bleibt der hier übrig. Aber besser als gar nichts. Okay, wir bekommen das olle Wasserweib. Sehr schade. Haben Sie mich nicht vergessen. Es ist schön. Sehr, sehr schade. Wir spielen den Eredin aus. Aber zum Glück das gibt Ärger. Hat er jetzt noch eine Katapulteinheit. Das ist schon mal sehr cool. Deshalb spielen wir das Wasserweib aus. Und jetzt muss er selbst rumglotzen. Zerschmettert das Gewürm! Und mit dem Horn des Kommandanten. Wenn er jetzt nichts hat, was es richtig krass rumreißt, haben wir gewonnen. Jawohl, ganz knapp. Aber Gwent ist da wirklich so eine ganz lustige Geschichte. Also das kann wirklich nur, also wenn schon offensichtlich ist, kann man das Ruder noch ganz gut rumreißen. Okay, okay, die Gegner werden anspruchsvoller, die Gegner werden stärker. Wir bekommen 75 Erz. Diesmal werdet ihr bei einer Öffnung von einem Booster-Pack auf jeden Fall dabei sein. Gehen wir doch mal in den Laden, kaufen Mensch, uns gleich mal eins, wir haben 170 Mensch, mittlerweile. Kaufen uns eine da, fehlen nur noch 30, dann können wir uns noch eines holen. Also im letzten Booster war eine goldene drin, die wird dann im nächsten Deck vorgestellt. Gucken wir mal, was da diesmal drin ist. Okay, Necker habe ich schon zuhauf, Adrenalinrausch ist okay. Alzuas Donner. Das schadet nicht. Das sind Karten, die ich jetzt noch nicht so oft habe. Und jetzt haben wir die Auswahl. Hier ist eine silberne Karte. Der Sheldon Skaggs. Den habe ich bereits einmal. Ikima habe ich ihn aber noch nicht. Zerstöre eine Nicht-Gold-Einheit auf deiner Seite und absorbiere ihre Stärke. Jetzt bin ich am Überlegen. Ja, Leute, wisst ihr, also die Bronzekarten, die kann man sich jederzeit craften. Deswegen entscheide ich mich für Sheldon Skaggs. Der Silberkarten sind teurer als die. Und wenn ich mir dann so einen Entzug, sag ich schon, so ein Absorptionsdeck machen möchte, dann hole ich mir die dann auch. Aber erstmal nehmen wir den. Ist ganz okay, die Ausbeute. Wirklich ganz okay. Na gut, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen und natürlich ein Abo. Das Abo ist gleich unten drunter, glaube ich, genau. Einfach mal drauf tippen, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und ansonsten, guckt euch mal den Guide an, wenn ihr den euch noch nicht angeguckt habt, zu diesem Monster-Deck. Und ansonsten das Tutorial, das ist auch noch irgendwo verlinkt, wenn ihr Gwent allgemein noch nicht kennt. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, auf Wiedersehen.